Einzige, was hier die Nachtruhe gelegentlich stört, wenn man sehr empfindlich ist. Schiffli. Guten Morgen aus Villefranche-sur-Saône am Ufer des Flusses. So, der Nachbarshund bellt, ist nicht die Emmy. Ja, diese Campingcar-Parkplätze, also die wir bisher hatten, die drei, die waren alle gut, tipptopp, schön gelegen. Die Duschen und Toiletten sind geschlossen auf diesen Campingplätzen. Die machen dann erst in der Saison auf, aber das stört uns ja nicht. Das ist eben auch hier so. Aber ansonsten, schöner Platz hier. Der Vorteil der Nebensaison ist, es ist nicht so brechend voll, weil der Platz hier hätte 150 Plätze und hier stehen vielleicht jetzt 30 Autos drauf. Somit genug Platz für jeden. Heute geht die Reise weiter nach Nordosten in Richtung Rhein, Vogesen. Ich werde mal versuchen, dass wir in Vogelgrün, das ist noch in Frankreich, auf der Rheininsel unterkommen. Das ist dann auch wieder so ein Campingcar-Park-Stellplatz, aber es ist ein richtiger Stellplatz und kein Campingplatz außerhalb der Saison. Der ist, glaube ich, relativ gut besucht immer. Aktuell jetzt heute Morgen 0 von 24 Plätzen frei. Das wird sich natürlich dann im Laufe des Tages mal ändern, wenn die Leute abreisen. Wir müssen einfach schauen, dass wir nicht erst abends um 7 dort eintreffen. Das ist mal das Ziel des Tages. Morgen dann der Hüpfer nach Waldkirch rüber und Sonntag geht's heim. Gibt heute irgendwie 400 Kilometer rum. Ich habe jetzt noch nicht ausgerechnet auf dem Navi. Und das gibt zumeist Autobahnkilometer. Und wenn es was zu sehen gibt, dann zeige ich es euch. Bis jetzt eine unaufgeregte Fahrt Richtung Dijon hoch. Hier von Lyon aus. Was man in dem Zusammenhang Autobahn mal sagen muss. Das hier ist ein Parkplatz. Und das ist eigentlich nur ein Standardparkplatz. Die sehen ungefähr alle so aus. Was hat es hier? Sitzgruppen. Parkplätze natürlich für Lastwagen, für Autos. Ein Spielplatz. Ein gepflegtes Toilettenhäuschen. Eine Notrufsäule. Eine Entsorgung. Und hinten hat sogar noch ein Wasserhahn an diesem WC-Gebäude, da kann man mit der Gießkanne zapfen und den Wassertank auffüllen. Wi-Fi-Hotspot, Informationskarte, ja, und das ist ein Standardparkplatz in Frankreich. Die Autobahngebühren sind ja nicht günstig unbedingt. Man zahlt für die Kilometer, die man fährt, doch einiges, aber man kriegt auch was dafür, wenn man Rast macht und auf der Straße läuft es auch gut und die Straßen sind auch in einem guten Zustand, also die Autobahnen. Somit gut eingesetztes Geld. Angekommen auf dem Stellplatz Ile d'Urel, Rheininsel in Neuf-Brisach, unweit der Grenze. Die Grenze ist gerade in der Richtung, vielleicht 100 Meter oder 200 zu Deutschland. Jo. Großer gekiester Platz mit so irgendwelchen Parkbuchten, ein bisschen Rasen zwischendrin, ein bisschen Wiese. Insgesamt sieht das hier ganz nett aus. Wir sind deutlich die kleinsten im Moment. So, die Maus kriegt erstmal einen kleinen Snack.
Und jetzt gehen wir dann mal ein bisschen laufen. So, 400 Kilometer sind noch einigermaßen zu bewältigen mit Hund und Pausen und allem. Aber viel weiter möchte man dann eigentlich pro Tag auch nicht fahren. Vor allem, weil wir ja morgens auch nicht allzu früh loskommen in der Regel. Und dann kommst du so nachmittags um 4 an und das ist eigentlich relativ gut. Dann kann man mit dem Hund noch eine Runde laufen. Und nachher dann einen kleinen Abbau und dann irgendwo was das Nachtessen. Es gibt, glaube ich, hier irgendwo auf der anderen Seite ein Restaurant oder eine Strandbar oder irgendwie sowas. Wird man nachher mal versuchen. Hier an der großen Schleuse in Briesach nichts los. Keine Schiffli. Weit und breit. Dafür Schwarzwaldblick. Kaum habe ich gesagt, kein Schiffsverkehr, kommt schon eins. Und zwar noch ein großes. Da vorne kommt die Schleuse, da muss gebremst werden. Und aus der Schleuse raus kommt, glaube ich, ein Passagierschiff. Spannend, spannend, was hier läuft. Wir kennen das ja halt nur wirklich selten. Und ein Kreuzfahrer. Man darf Google nicht immer vertrauen, wenn es Restaurants und Verpflegung angeht. Zu. Irgendwie noch keine Saison hier in Frankreich am Rhein. Das kennen wir doch irgendwo ja mit keine Saison. Somit bleibt uns nur eins, wenn wir essen gehen wollen. Über die Brücke nach Breisach rüber. Da können wir das Essen gerade ablaufen. So, schließlich und endlich sind wir in der Innenstadt von Breisach gelandet. Im Café Bechtel heißt es. So, schauen wir mal, was hier gibt. Mit vollem Bauch zurück auf dem Stellplatz auf der Île de Ré, auf der Rheininsel, noch auf der französischen Seite. In Deutschland gegessen, in Frankreich übernachten. Was übrigens negativ auffällt, der Platz hier ist noch nicht voll übrigens. Es sind noch 5 Stellplätze frei, offiziell. Und was mir einfach immer wieder auffällt, Fahrer von Autos, die 100.000 Euro kosten oder mehr, haben es nötig, sich zwischen die Lastwagen zu stellen, damit sie diese 12 Euro hier für diesen Platz nicht zahlen müssen. Mich nervt das ehrlich. Und wohlgemerkt, die 12 Euro zahlt ihr ja nicht nur fürs Übernachten, sondern ihr könnt den Wassertank füllen, ihr könnt entsorgen und an den Strom könnt ihr euch auch noch anhängen. Man soll zwar nur zum Batterie aufladen, aber ich denke, die meisten hängen da vielleicht auch noch einen Heizlüfter dran jetzt in der Übergangszeit. So ist es halt. Aber irgendwie finde ich es schon manchmal krass, wie kleinlich Leute sind, die solche hochpreisigen Autos fahren. Also nicht die hier, sondern die da drüben. Nach einer guten halben Stunde Fahrt, heute Morgen, Samstag, der 13. April, hat sich das Bild geändert.
Es ist wieder ein bekanntes. Wir stehen in Waldkirch im Breisgau auf dem Stellplatz. Ja, jetzt geht's zur Mutter, frühstücken und dann werden wir hier noch eine Nacht verbringen und dann morgen nach Hause fahren. Ja, wenn es noch irgendwas zu berichten gibt, dann mache ich das. In Waldkirch übrigens immer am Mittwoch und am Samstag Markt auf dem Hauptplatz hier. Der ist immer schön. Regionale Produkte, vor allem Lebensmittel. Ist immer gemütlich, dieser Markt. Und sonst kann man auch einigermaßen gut shoppen hier. Gibt alle Geschäfte, die man so braucht. Zum Beispiel auch einen Klamottenladen. Da ist ja alles gerade drin. Unser Baumhund. Ja, könnte auch noch höher sein. Mischung zwischen Hund und Katze. Also eine Hutze. Oder ein Kant. Keiner, ein Kund. Eine Hutze oder ein Kund. Circa 15 Minuten vom Stellplatz in Waldkirch entfernt. Sieht so aus, wir laufen in den Schwarzwald sozusagen. Ja. Ist also mit Hund auch durchaus ideal hier. Bächli hat es auch. Temperatur jetzt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 5, 26 Grad oder so. Ganz schön warm. Dafür müssen wir bis in Breisgau fahren. Übers Baskenland. Blick aus dem Schwarzwald Richtung Frankreich. Vorne rechts der Kaiserstuhl, noch Deutschland. Ein bisschen weiter links im Hintergrund seht ihr die Vogesen Richtung Südwest. Vor 3 Wochen sind wir hier in Waldkirch aufgebrochen Richtung Südwesten und gestern sind wir wieder zurückgekommen aus Südwesten. War eine spannende Tour. Viel, viel Neues entdeckt. Baskenland, spannende Region. Pyrenäen, spannende Region. Und was uns besonders gefallen hat, ist so diese französische Berglandschaft des Zentralmassivs mit den tief eingeschnittenen Tälern, diesen weiten Hochflächen. Das ist eine Landschaft, die hatten wir so gar nicht auf dem Schirm. Und umso überraschender war es dann. Wir haben jetzt doch an die 4000 Kilometer, also heute im Lauf des Tages werden die 4000 Kilometer überschritten. Ich habe es gestern mal angeguckt, der direkte Weg von Chur über Waldkirch nach Santander in Spanien sind 1600 und irgendwas. Aber wir sind natürlich auch nicht den direkten Weg gefahren. Darum gibt es ein bisschen mehr. Also war schon ganz schön Fahrerei. Wir haben uns ja eben auch nicht mit dem Baskenland zufrieden gegeben, sondern eben noch die Pyrenäen mit einbezogen und das Zentralmassiv. Wettertechnisch nicht ganz perfekt getroffen. Ich glaube, die Wochen vorher waren deutlich wärmer dort und beständiger. Aber wir hatten halt dieses Tiefdruckgebiet über dem Atlantik, das sich eigentlich nie so ganz verkrümelt hat. Das ist irgendwie auch jetzt noch am Wirken dort unten in der Biskaya oder ein bisschen weiter draußen. Somit halt immer mal wechselhaftes Wetter und oftmals Strömung aus Nordwest. Und die Heizung, die ist gut zum Einsatz gekommen. Also wir haben erst die letzten 2 Tage jetzt quasi nachts nicht mehr heizen müssen.
es dürfte nicht verwundern, wenn ich euch die Frage, welches Land denn besser zum Reisen ist, nicht genau beantworten kann. Sowohl Frankreich als auch Spanien sind hervorragend mit dem Wohnmobil zu bereisen. Die Infrastruktur in Spanien im Vergleich zu Frankreich und zumindest in Nordspanien im Vergleich zu Frankreich etwas weniger ausgeprägt. Also in Frankreich findest du quasi noch viel mehr Stellplätze, noch viel mehr gratis Stellplätze. Somit ein kleiner Vorteil. In Spanien ist es vielleicht ein bisschen einfacher, sich mal irgendwo wild hinzustellen. Baskenland, von dem her nicht ganz optimal auch, weil das Baskenland halt auch eine sehr, sehr feuchte, schroffe Gegend ist. Du hast dort gar nicht so diese vielen Flächen, wo man mal drauf fahren kann mit dem Wohnmobil. Das ist uns aufgefallen. Auffallend auch an der Küste. Überall auf den Parkplätzen diese 2 Meter, 1,90 Meter oder 2,20 Meter. Irgendwelche Höhenbeschränkungen und Campingverbote. Das ist in Frankreich an der Küste genau gleich. Und auffallend auch, dass in beiden Ländern die küstennahe Campinginfrastruktur sozusagen noch komplett geschlossen ist. Ja. Dafür wird es vielleicht auch mal geduldet, wenn du dich irgendwo hinstellst und dort übernachtest. Ja. Also Campingplätze an der Küste mehrheitlich zu. Ich denke mal 10% haben vielleicht offen und der Rest hat noch Winterferien. Das waren jetzt schon die großen Ferien für 2024, die dreiwöchige Tour. Wir haben noch einen zweiwöchigen Ferienblock und auch noch dreimal eine Woche. Ist also noch bei weitem nicht die letzte Tour dieses Jahr. Wo es dann hingeht, keine Ahnung, ist noch nicht genau geplant. Vorgestern haben wir gedacht, ja, nochmal in die Cevennen wäre schon echt cool. Da ich ja jetzt auch diese Campingcard habe, ist es auch naheliegend, nach Frankreich zu fahren. Es könnte auch ein anderes Ziel in Frankreich nochmal werden. Ja, wir lassen das mal auf uns zukommen. Jetzt wird erstmal an Oski gebastelt. Dieselheizung. Wenn ihr dieses Video seht, ist sie wahrscheinlich schon eingebaut, der neue Brenner. Das war doch auch echt ein bisschen lästig jetzt, der starke Dieselabgasgeruch und die lästigen Startvorgänge mit 4-5 Versuchen. Das sollte jetzt dann besser werden. Wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ich eine nächste Tour mache, kommt es dann mal in dem Community-Tab und ich werde es ankündigen. Könnt ihr dann auch wieder dabei sein, wenn ihr Lust habt. Das soll es gewesen sein aus dem Breisgau heute und ich melde mich bei Zeiten wieder mal. Tschüss!